Der Herbst steht vor der Türe und es ist wieder Zeit, Dinge, die du nicht brauchst, auszumisten bzw. auszuräumen. Ich zeige dir, welche Dinge du zum Herbstanfang ganz einfach ausmisten kannst. Hey ihr Lieben, ich bin Caro und in meinem Kanal gibt es Tipps und Informationen rund um das Thema Minimalismus und Slow Living. Abonniere gerne meinen Kanal, wenn du darüber noch mehr Videos sehen möchtest. Darüber freue ich mich sehr. Der Sommer ist langsam vorbei und der Herbst fängt an. Meine liebste Jahreszeit. Viele Dinge, die du im Sommer fast täglich genutzt hast, brauchst du jetzt im Herbst nicht mehr. Die kannst du jetzt ganz einfach ausmisten, um viel einfacher und leichter in die kuschelige Jahreszeit zu starten. Ich zeige dir 10 Dinge, die du jetzt im Herbst ganz einfach ausmisten kannst. Mitbringsel aus dem Urlaub. Wenn man im Urlaub ist, kauft man gerne Dinge ein, die einen an den Urlaubsort erinnern. Ich habe es früher immer geliebt, auf Märkten oder in Souvenirläden Dinge einzukaufen, die mich an den Urlaub erinnern. Oft ist es dann aber so, dass die Mitbringsel im Urlaub super schön aussehen, aber zu Hause dann doch nur herumstehen und man sie nicht aufstellen oder aufhängen möchte. Da kann sich mit der Zeit sehr viel ansammeln. Und meistens erinnern einen nicht die Gegenstände an den Urlaub, sondern eher Fotos oder Videos. Solche Mitbringsel kannst du super einfach ausmisten. Vielleicht findest du ja über Secondhand-Portalen einen neuen Besitzer. Auto. Wir reisen öfter mit dem Auto in den Urlaub, weil wir gerne zelten gehen. Auf den langen Fahrten können sich, vor allem bei den Kindern, in den Ablagen viele Gegenstände ansammeln, die man während der Fahrt gebraucht hat. Das können Parkkarten, Flyer, Tickets, Spielzeug oder auch einfach nur Abfall sein. Wenn du im Herbst dein Auto winterfest machst, kannst du auch gleich diese ganzen Dinge mit ausmisten. So hast du wieder mehr Platz im Auto und kannst es besser reinigen. Sonnencreme, Insektenschutzmittel. Dinge, die man fast täglich im Sommer genutzt hat, sind Sonnencreme und Insektenschutzmittel. Da kann es vorkommen, dass diese Cremes zwar geöffnet sind, aber im nächsten Jahr nicht verwendet werden sollen. Es kann nämlich sein, dass abgelaufene Cremes Hautprobleme verursachen können. Bei diesen Cremes findest du einen Hinweis zur Haltbarkeit auf der Verpackung. Die Cremes, die im nächsten Jahr nicht mehr benutzt werden sollen, kannst du auch ausmisten. So hast du wieder mehr Platz im Badezimmer und kannst nächstes Jahr getrost wieder frische und neue Cremes kaufen. Accessoires. Im Sommer tragen wir super gerne schöne Accessoires. Sonnenbrillen, Taschen, Sommerschmuck und so weiter. Schau dir alle deine Sommeraccessoires durch und überlege dir, ob du sie im nächsten Jahr wieder tragen möchtest. Die Dinge, die du nicht mehr brauchst oder nicht mehr tragen möchtest, kannst du wieder gut verkaufen. Und die Dinge, die du im nächsten Jahr wieder tragen möchtest, kannst du zum Beispiel in einer Kiste verstauen und im nächsten Jahr wieder hervorholen. Sommerkleidung. Auch kannst du jetzt im Herbst sehr gut deine Sommerkleidung ausmisten. Die Sommerkleidung, die du nicht mehr magst und eventuell auch die Sommerkleidung, die du den ganzen Sommer nicht getragen hast, kannst du ausmisten. Und die anderen Kleidungsstücke, die du im nächsten Sommer wieder tragen möchtest, kannst du am besten in einer Kiste gut verstauen. So hast du wieder Platz im Schrank für deine Herbst- und Winterkleidung und auch wieder einen besseren Überblick. Sommerschuhe. Wie Sommerkleidung kannst du jetzt im Herbst sehr gut deine Sommerschuhe ausmisten. Schau dir alle Paare an, ob sie noch gut sind und ob sie dir noch passen. Schuhe, die kaputt sind oder die du nicht mehr tragen kannst, kannst du ausmisten. Und Schuhe, die du im nächsten Sommer wieder tragen möchtest, kannst du putzen und in einer Kiste oder im Schrank fürs nächste Jahr verstauen. So kannst du dann im nächsten Jahr gleich in sauber geputzte Schuhe schlüpfen. Spielzeug. Gerade für Kinder gibt es sehr viele Spielsachen für den Sommer. Planschbecken, Wasserspielzeug, Sandspielzeug und vieles mehr. Das alles kannst du jetzt im Herbst auch noch auf Funktionalität prüfen und überlegen, ob ihr es im nächsten Sommer nochmal benutzen möchtet. Wenn nicht, kannst du sie ausmisten und zum Beispiel an Kindergärten spenden. Die anderen Spielzeuge können noch sehr gut gesäubert und in einer Tasche oder Kiste fürs nächste Jahr aufbewahrt werden. Bücher und Zeitschriften.
Im Urlaub verbringt man seine Zeit gerne mit Büchern und Zeitschriften lesen. Vielleicht hast du schon einige Bücher und Zeitschriften fertig gelesen. Die kannst du jetzt im Herbst auch sehr gut ausmisten. So kannst du dir wieder Platz schaffen für neue Bücher, die du im Herbst lesen möchtest. Wenn du deine Bücher und Zeitschriften digital liest, kannst du auch dein Profil ausmisten und die fertig gelesenen Bücher und Magazine wieder von deinem Gerät löschen. Make-up und Nagellack. Der Jahreswechsel ist ein sehr guter Zeitpunkt, um wieder sein Make-up und auch Nagellacke auszumisten. Im Sommer benutzt man ja gerne andere Farben als im Herbst oder Winter. Gehe dein Make-up durch, ob noch alles in Ordnung ist und ob du es überhaupt noch tragen möchtest. Wenn nicht, misst dir die Teile aus. Und wenn du meinst, dass du manche Sachen noch im nächsten Jahr wieder tragen möchtest, kannst du diese Teile auch separat von den anderen lagern und woanders aufbewahren. So hast du für die nächsten Monate nur noch die Dinge griffbereit, die du auch wirklich brauchst. Deko. Auch die Deko kannst du im Herbst sehr gut ausmisten. Überlege dir, ob du zum Beispiel die Deko von Geburtstagspartys, Sommerpartys oder auch einfach nur Sommerdeko für zu Hause noch im nächsten Jahr brauchst oder nicht. Deko kann man noch sehr gut verkaufen oder verschenken. Auch deine Herbstdekoration kannst du noch einmal durchgehen. Ich habe früher zum Beispiel sehr viel dekoriert. Mittlerweile mag ich auch nur noch ganz wenig und auch nur ausgewählte Deko zu Hause. Außerdem macht es vor allem im Herbst super viel Spaß, mit den Kindern selber die Dekoration zu sammeln und daraus etwas Schönes zu basteln. Ich freue mich schon sehr auf den Herbst und mag es auch sehr, wenn man sich zu Hause auf die neue Jahreszeit einstimmt. Die Sommersachen kommen weg, werden ausgemistet, ausgeräumt oder weggepackt und dafür kann der Herbst auch zu Hause einziehen. Kennst du noch weitere Dinge, die man jetzt im Herbst sehr gut ausmisten kann? Und freust du dich auch so auf den Herbst? Ich freue mich sehr über deinen Kommentar. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr über deinen Daumen nach oben. Und wenn du noch weitere Videos zu dem Thema Minimalismus und Slow Living sehen möchtest, abonniere gerne meinen Kanal. Hast du Lust auf zusätzlichen Minimalismus-Content oder möchtest du mich einfach gerne bei meiner Arbeit unterstützen? Dann kannst du gerne eine Kanalmitgliedschaft abschließen. Den Button dazu findest du hier. Für tägliche Inspiration kannst du mir auch gerne bei Instagram folgen. Dort findest du mich unter sortierpeanut.blog. Hab noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.